Wir können zum Thema gehen. So, mein Thema, welches ich möchte jetzt hier besprechen, ist die wiederholte Fehlgeburten, Ursachen und Lösungen. Dieses Thema ist nicht einfach und ich glaube, es ist nicht möglich, das ganze Bild zeigen, aber nur die wichtigste Sachen möchte ich präsentieren. Was ist Fehlgeburt? Die Definition ist, dass wenn die Schwangerschaft endet, vor dem Erreichen der Lebensfähigkeit in Embryos, so sehr oft die Zeit ist es bis 24. Schwangerschaftswoche. Aber für uns die wichtigste, die Fehlgeburten im Ersttrimester. Es ist nicht so bekannt, dass im Ersttrimester endet eine Schwangerschaft von 4. So 25 von allen Graviditäten endet im Ersttrimester. Sehr oft sind nur biochemische Schwangerschaften. Wiederholte Fehlgeburten. So 2 Fehlgeburten sind Problem für 4-5% Frauen. Und mehr als 2 Fehlgeburten haben 1% von Frauen. So eine Frau von 100. Das ist nicht kleine Nummer. Was sind unsere ersten Schritte? Wenn ich habe Patienten, ein Paar, welche hat dieses Problem, sehr oft die wichtigste und wir gehen das sehr, sehr Detail, ist die Anamnese. Nicht nur Anamnese von Frau, aber auch von Mann. In Anamnese von Frau ist es für uns wichtig, Alter, Gesundheit, Zustand, Körpergewicht und auch alle Untersuchungen oder andere Krankheiten wie Schilddrüse, Probleme, Lebertesten, Nierentesten und auch Blutdruck oder Diabetes. Diese alle Informationen von persönlicher Anamnese sind für uns wichtig. Auch die Familienanamnese ist wichtig. Kann sein, dass wir sehen Probleme, welche können wichtig in Zukunft sein. Gynäkologische Anamnese, für uns wichtig, wie viel Fehlgeburten war in der Vergangenheit oder auch wie viel Geburten. Und auch, was ist wichtig, ob die Fehlgeburten waren mit einem Partner oder kann sein, dass sie mit verschiedenen Partnern. Wichtig ist auch Regelmäßigkeit und Zykluslänge. Und auch sehr wichtig ist Funktion von Eierstock. Aber kann sein, nicht nur niedrig sein, aber auch ganz hoch Antimillerianhormon, sogar höhere Funktion von Eierstock. Antimillerianhormon ist Hormon, welches ist produziert von gesundem Gewebe von Eierstock und zeigt uns die aktuelle Funktion. Von Mann ist es für uns wichtig, ja, die wichtigste ist Spermiogramm, aber wichtig ist auch Gesundheitszustand oder eventuelle Operationen von Hoden, Prostata, Operationen in der Vergangenheit und auch aktuelle Medikamente, welche man nimmt. So, das ist auch alles sehr wichtig für uns. Die Ursachen von Fehlgeburten. Und Sie sehen hier 6 Gruppen, aber auf jeden Fall, das ist nicht alles, aber das sind die mehr oft oder die öfteste Gruppen, welche wir kennen haben. Die ca. 50% von Fehlgeburten haben genetisch Grund. Das Problem kann Eingeborene sein, so stammen von Eltern, so wir können finden konkrete Mutationen in Karyotyp, so genetische Informationen in Eltern. Aber sehr oft sind die Probleme die gewonnene chromosomale Ursachen, so die genetischen Probleme, welche kommen von Embryo. Und diese Probleme sehr oft haben Grund in Eizellen. Die zweite große Gruppe und ganz verschiedene Gruppe, nicht einfache Gruppe, es ist immunologische Ursachen. Die dritte, das ist nicht so oft, aber auch nicht selten, sind Probleme, dass wenn wir machen die gynäkologische Untersuchung, Ultraschall, wir können finden die Deformitäten von Gebärmutter. Und können die Eingeborene sein oder gewonnene, so intrauterine Verwachsungen nach Operationen in der Vergangenheit. Die Name ist auch Usherman-Syndrom. Nicht selten Gruppe von Patienten, welche haben höheres Risiko von Fehlgeburten, sind Patientinnen mit Syndrom von polyzystischen Ovarien. Wichtig ist auch, wie ich habe gesagt, in Anamnese kontrollieren, wie es ist mit Kompensation von Schilddrüse oder auch Diabetes, auch Prolaktin. Diese alles Sachen, die müssen kontrollieren am Anfang. Die sechste Gruppe, welche ist in
es ist sehr oft beschrieben und auch die Patienten fragen, ist die DNA-Fragmentation Spermien. Aber wichtig ist sagen, das sind nicht jetzt sichere Studien oder es ist keine Sicherheit, dass existiert Zusammenhang von pathologischem Befund und Fehlgeburten. Genetische Ursachen der Fehlgeburten. Wie ich habe gesagt, die erste Gruppe sind Eingeborene. Es ist es ist nicht bequem, aber sehr oft die Indikation für Untersuchung von Familie kommt mit vielen Fehlgeburten oder kann sein, das ist ein behindertes Kind. Ja. Und hier kommt die Zeit für Genetik. Muss die Konsultation mit Genetik sein und auch wir kontrollieren Karyotyp und eventuell andere konkrete Mutationen, welche kann kommen, diese Information kann kommen von Anamnese. Nur Grund kann sein monogenetische Mutationen, so Probleme mit konkreten Eingehen oder balancierte Translokation, so wir können sehen, dass ein Teil von Chromosom ist in anderen Platz. Und Eltern sind gesund, ja. Aber wenn eventuell ist Kind, dann kann sein die unbalancierte Translokation sein und die Krankheit wir können sehen die Manifestation von Krankheit. Und auch können die kleine Mutationen sein. Also nur dass es ist Wechsel in nur ein paar Genen, sehr klein. Aber diese Translokation und diese Mikroduplikationen, wir können sehen und auch kann das Problem, warum Paaren haben Fehlgeburt. Die zweite Gruppe sind gewonnene Mutationen. Wenn kommt ein Paar, welche hat Erfahrung oder welche hat in Anamnese 2, 3 Fehlgeburten, erst wir fragen, wie ist Alter von Frau. Ja, die Natur ist grausam zu Frauen, das ist wichtig zu sagen. Aber wir können sehen, dass im Karyotyp von beiden Partnern alles in Ordnung ist und die Paar fragt, warum es kann sein, wir sind beide gesund, aber wir können sehen, dass wenn wir machen Präimplantation-Diagnostik, wir können sehen, dass die Embryonen sind nicht gesund. Warum kann das sein? Die Eizellen sind unsere ältesten Zellen, sind in unserer Körper von Geburt und wenn die Frauen sind älter als 33, 34 Jahren, dieses Risiko, dass die Eizellen machen neue genetische Fehler, wächst mit jedem Monat plus 0,5%. So, das ist warum Alter von Frau, es ist für uns in Anamnese sehr wichtig. Welche Möglichkeiten wir haben für Therapie? Es ist die genetische Untersuchung von Embryonen, Präimplantation, Diagnostik. Ich habe gesehen, das war viele Webinaren, welche Detail beschrieben. Ich glaube, das ist nicht jetzt Zeit für das, aber wir haben Möglichkeit, etwas die Diagnose machen. Die Möglichkeiten sind, und es liegt, welche Mutation oder welche genetische Problem ist, sind die PGTA, das ist Standard-Screening, so für Patienten, welche wir finden kein Problem im Karyotyp oder andere spezielle Untersuchungen. Aber wichtig ist, dass es muss sehr, sehr individuell sein. So erst wir finden die konkrete Problemmutation, dann wir besprechen das mit genetischem Labor und genetisches Labor indiziert die konkrete Methode, welche kann optimal fehlbar sein. Wichtig ist auch, das kann sein, dass genetisch Labor sagt, das braucht auch die dritte Blutprobe von anderen Familienmitglied. Wenn kann Situation sein, es ist nicht möglich, die genetische Labor findet die Weg, wie es ist möglich, die Embryonen untersuchen. Das ist die Seite von Genetiklabor. Aber es ist auch die Seite oder die halbe, welche kommt von unserer Stimulation und auch von Embryonen. Sehr oft wir sehen die neuen Mutationen, wenn wir planen, die Präimplantation-Diagnostik machen, dass die Frauen, welche sind älter als sehr oft 40, haben nicht nur Probleme mit Fehlgeburten, welche haben genetisch Grund, aber auch Probleme mit Funktion Eierstock. So Problem ist, dass wir können sehen, dass ja optimal wir können planen Präimplantation Diagnostik, aber wir haben nicht Möglichkeit so schön oder so gut stimulieren oder haben Möglichkeit stimulieren und haben
gute Namen, so gute Qualität Eizellen, welche nach Befruchtung machen Embryo die schöne Blastozyste. Und wichtig für Präimplantation Diagnostik, dass wir können nehmen einfach die Gewebe von Embryo, ist, dass wir müssen die gute Qualität Embryo expandierte Blastozyste haben. Das ist nicht einfach für jede Embryo. Und wir können sein in Situation, dass wir haben zwei Embryonen, welche sind langsamer, welche sind unregelmäßig und es ist nicht möglich, die Biopsie von Gewebe nehmen, machen diese Präimplantation Diagnostik. Und hier kommt die individuelle Konsultation mit konkreten Paaren. Wir können anbieten, und dass Sie wissen, dass in der Tschechischen Republik es ist möglich, auch die Eizellspende oder Samenspende benutzen. Ich verstehe, das ist nicht mit jeder Paar, aber die Paar muss wissen die Chancen, muss wissen die Möglichkeiten und wir können eventuell realistisch besprechen die nächsten Schritte. Immunologische Ursachen der Sterilität. Nicht selten Situation. Für uns ist es sehr, sehr wichtig, sagen, dass am Anfang die Konsultation mit Immunologen ist die wichtigste. Wichtig ist sagen, dass Schwangerung ist die sehr, sehr interessante Situation. Im Körper von Frau geht eine halbe von fremde Gewebe, Embryo, entschuldigen, und es ist etwas wie kleine Transplantation und gesund Körper von Frau reagiert mit ganz spezieller immunologischer Toleranz, welche ist geschützt mit zwei Zellenpopulationen, T- und B-Lymphozyten. Diese Situation es ist nicht einfach, ich bin nicht Immunolog, ich möchte nur sagen, dass wichtig ist sagen, dass alles muss in perfekter Harmonie sein, sondern wir den mutterlichen Organismus, den Embryo, als fremd bezeichnen und es kommt zu einer Fehlgeburt. Kann sein, dass Patienten kennen die Naturkillzellen, so das ist die Population von T-Lymphozyten. In normaler Konzentration diese NK-Zellen helfen, aber kann sein, dass in Frauen, welche haben eher pathologische Konzentration und hier kein Problem sein. Es ist nicht möglich beschreiben alles, aber die wichtigsten Probleme, die wichtigsten immunologischen Ursachen, die Name ist Antiphospholipid-Syndrom. Das ist Problem, wenn die Körper von Frau produziert Antikörper gegen Phospholipiden, welche sind an jeder Membrane, auch am Trophoblast, auch am Embryo, und kann machen, das ist höhere Reaktion und mehr komplizierte Situation mit Blutgerinnung, können keine kleinen Mikrothromben sein in Plazenta und kann sein, warum sind die Fehlgeburten im ersten Trimester, aber auch Probleme im zweiten oder dritten Trimester. Wir können sehen, dass Kind wächst nicht optimal, die Plazenta ist klein mit Thromben, so das ist auch Risiko nicht nur für erste Trimester, auch für Schwangerschaft weiter. Ich habe gesagt, auch kein Problem in Naturkillerzellen sehen. Wir können da sagen, das ist pathologische Aktivierung von Immunitätssystem. Und hier ist sehr wichtig, dass wir müssen kooperieren mit Immunologen auf jeden Fall. Wichtig und nicht so bekannt, es ist die Zeliakie-Problem. Sehr oft ich frage, wenn wir machen Konsultation auch, ob Frau hat nicht Probleme nur mit Allergie gegen Penicillin, aber auch Allergie gegen Gluten. Und auf jeden Fall, wenn wir machen immunologische Testen, wir machen auch Antikörper gegen Gluten, Zeliakie. Kann sein, dass Frau nicht weiß, dass hat diese Zeliakie-Problem. Und wenn wir machen diese Diagnose und wenn die Frau hat gute Diäte, kann sein, dass das Problem ist in Ordnung und die Frauen können gesund schwanger sein. So die Antikörper gegen Gluten sind embryotoxisch. So auch wichtig ist kontrollieren in immunologische ganze Panel auch diese Antikörper gegen Gluten. Und auch sehr oft wir sehen, die Therapie von Frauen ist sehr oft gut. Die Frauen leben sehr oft ganze Leben, sehr oft ohne Probleme mit System Autoimmunität, Krankheit, Lupus erythematodes, Multiple Sklerosis, Crohn-Erkrankung, Colitis ulcerosa und wünschen Kind haben. So, für uns ist es sehr, sehr wichtig, mit Spezialist von Anfang arbeiten, von Anfang kooperieren und optimal planen, das in Ruhezeit von Krankheit.
immunologische Ursachen, die Diagnostik. Es ist, wie ich habe gesagt, Konsultation mit Immunolog auf jeden Fall, Anamnese. Und wir können, wir haben zwei Möglichkeiten, wie die Diagnose machen. Erst ist die Blutpanel, Blutuntersuchung. Und die zweite, und ganz neu, es ist die Untersuchung von Gebärmutterschleimhaut. Es muss in sekretorische Phase sein von Zyklus. Und wir können die kleine Gewebe ohne Anästhesie, das ist ganz einfach Untersuchung, ohne Anästhesie, wir können nehmen Gewebe und kontrollieren die aktivierten uterinen Naturkillerzellen. So, das ist auch die zweite Möglichkeit, wie wir können diagnostizieren diese Probleme mit Immunität. Und nicht absolut immunologische Ursache, aber wichtig ist dazu sagen, das ist auch Ausschluss einer chronischen Gebärmutterschleimhautentzündung. Die Entzündung in Gebärmutter kann aktivieren die immunologische Kaskade. Und wichtig ist auch wissen, das ist keine Entzündung und wenn ja, Therapie planen. Therapie und es sich auf jeden Fall, wie ich habe gesagt, zusammen in Kooperation mit Immunolog. Sehr oft die Therapie sind Kortikoiden, so Medikamente, welche machen etwas wie Immunomodulation, Intralipid-Omega-Ven-Infusionen, das sind Infusionen, welche können auch immunomodulieren, die Immunoglobuline. Antiphospholipid-Syndrom hat auf jeden Fall, es ist eine Diagnose für Low-Molecular-Heparin oder die Name ist Antiaggregantia, aber es ist normal, einfach Aspirin in kleiner Dose, sehr oft ca. 100 Milligramm täglich. Sehr, sehr wichtig sind Vitamine. Sehr oft, wir sehen in Europa, es ist ganz oft, wir haben nicht gute Kompensation von Vitamin D und auch die Embryologen sagen, dass Vitamin D sehr wichtig ist. Und wenn wir finden und wenn wir machen Diagnose, das kann Gebärmutterentzündung sein, dann wir auf jeden Fall ist hier die Therapie von Antibiotiken. Und wie ich habe gesagt, wenn wir haben Patienten mit Grund Autoimmunitätskrankheit, auf jeden Fall von Anfang, wir müssen kooperieren mit Spezialist, Gastroenterolog, Rheumatolog und wir müssen das planen optimal im ruhigen Stadium von dieser Krankheit. Deformitäten einer Gebärmutter. Es ist nicht so selten, aber es ist wichtig, wir Standard machen Ultraschall, Standard, wir kontrollieren jede Frau. So, wir können sehen, das kann diese Deformität sein. In embryonaler Entwicklung muss die Gebärmutter in Ordnung geht zusammen, circa bis 18. Schwangerschaftswoche und es geht von 2 Möhrchen Dukten und trifft in Optimalzeit in einen Platz. Das ist nicht einfach. So, wenn wir sehen Fehler hier, wir kennen sehr die Probleme wie uterin Septum, so Wand in Gebärmutter. Die Gebärmutter sieht von raus absolut normal, aber in drin es ist nicht genug Platz und es ist Wand drin. Oder wir kennen sehr andere Deformitäten wie Cornuate Uterus. Dass wir sehen zwei Körper, aber ein Hals von Gebärmutter. Oder Frau kann auch die zwei Gebärmutter. Oder wenn es ist nur asymmetrische, so wir können sehen die Probleme an einer Seite, wir können sehen die Uterus unicornis, so die Gebärmutter, es ist zu einer Seite und es ist kleiner. Das auch kann machen, dass die Frauen können, die mehr Fehlgeburten haben. Für uns sind auch wichtigste die gewonnene Deformitäten. Die Namen sind intrauterine Verwachsungen, die Name ist Aschermann-Syndrom. Und kann sein, dass Frauen haben in vergangenen Operationen von Myom, welche war ganze Wand von Gebärmutter, und kann das machen, dass es in Deformitäten in Gebärmutterhöhle. Auch, und das ist zusammen, und die Frage ist, was ist erst, was ist die zweite? Sind Frauen, welche haben Fehlgeburten, welche haben viele, viele Ausschabungen und kann sein, dass Gebärmutter reagiert mit Verwachsungen in Gebärmutter. So kann sein, dass am Anfang ist es Immunitätsproblem, welche man das Frau hat Fehlgeburten und dann die zweite kommt, dass es Probleme mit Wachstum von Gebärmutterschleimhaut und von diesen Verwachsungen.
die Therapie. Die Therapie, wenn es ist möglich, Hysteroskopie. So Gebärmutterspiegelung, wir kennen das, das ist sicher auf jeden Fall Nummer 1 für Therapie von Septum, auch für Aschermann-Syndrom, Gebärmutterverwachsungen. Die andere Probleme, andere Deformitäten, das ist nicht einfach, das muss, die Therapie muss individuell geplant sein und auch mit theoretisch oder mit Risiko, das ist auch hier Risk für Gebärmutter und auch eventuell Risk von Hysterektomie. So, das kann sein, dass die Komplikationen nach OP können gehen zu, dass wir müssen die ganze Gebärmutter rausnehmen. So, hier ist sehr, sehr wichtig individuelle Konsultation mit Risiken und mit Möglichkeiten. Syndrom polyzystischen Ovarien. In der Literatur, Sie können sehen, dass auch 20% von Frauen kommen mit diesem Problem. Aber es ist nicht so einfach. Es sind Frauen, welche haben schöne Ovulationen und auch mit polyzystischen Ovarien sind schwanger und sind Frauen, welche haben große Probleme. Aber sehr oft die Diagnose, wenn wir machen das, wir sehen eine Störung der Periode mit Störung der Ovulation, sehr oft Hyperandrogenemie, so hohe Konzentration von männlichen Hormonen und Akne dazu und Behaarung. Und auch es kann Problem oder es kann zusammen mit Problemen mit Insulinresistenz oder Insulinmetabolismus sein, so wir auch sehr oft sehen eventuell die Insulinresistenz, Hyperlipidämie, Obesität. Typisch, und was Sie sehen jetzt in der Präsentation, es ist typische Ultraschallbild, dass wir können sehen, die sehr viele kleine Follikeln, welche sind maximal bis ca. 8 mm und welche wir können sehen, die Position, die Lokalisation ist unter der Schale und in Eierstock, wir können sehen, keine Follikeln. Diagnostik, wie ich habe gesehen, das sind diese Signale, so wir machen die Anamnese, so Zyklusstörung, höhere Behaarung, gynäkologische Untersuchung, Ultraschall, die Diagnose von Ultraschall, hormonale Untersuchung. Und wir können sehen, dass im Basalprofil normale ist, bei normal gesunden Frauen es ist die FSH-Hormone höher als LH-Hormon, aber bei Frauen mit PCO-Diagnostik es ist sehr oft zweimal höher LH als FSH und sehr oft wir sehen sehr hoch Antimüllerian-Hormon. Es liegt auch, wie alt ist Frau, aber normal ist circa bis 5 Nanogramm. Aber Frauen mit PCO haben auch die Antimüllerian-Hormon 10, 12, 18. So, das ist möglich sein, das haben viele kleine Follikeln, aber die Funktion von Eierstock nicht optimal ist. Und hier, wir können kooperieren auch mit Endokrinolog, mit eventueller Diabetes, Insulinresistenz, auch eventuell die anderen Probleme. Die Therapie sehr oft ist, welche Probleme hat Frau, sehr oft die Frauen, welche kommen zu uns, haben Probleme und wünschen schwanger sein. So, der erste Schritt ist die Arbeiten mit Eisprung, so Eisprungsauslösen, so wir können anfangen mit Tabletten Antiestrogens, dann eventuell Mini-Stimulation oder dann am Ende, wir machen auch die Standard-Stimulation. Hier aber auf jeden Fall, wir müssen denken, das ist höheres Risiko von Hyperstimulationssyndrom. So auf jeden Fall die Therapie, wir müssen besprechen mit Patienten, mit Risikos, welche können sein. Und wir müssen das sehr, sehr individuell die Therapie vorbereiten. Sehr oft bei Frauen, welche haben PCOS-Syndrom und was ich habe gesagt, es ist die Therapie mit Metformin. So, das sind die peroral Antidiabetiken, welche können positiv empfehlen auch die Situation mit Ovulation. So, wenn die Frau kann Metformin nehmen, es ist möglich, dass die Frauen vertragen das nicht gut. Dann wir sehr oft möchten benutzen diese Metformin-Therapie, welche es ist möglich nehmen auch bis Anfang von Schwangerschaft. Und ich möchte sagen, dass auch wichtig und nicht popular ist, dass wir empfehlen die Reduktion des Gewichtes. Und wir können sehen, wenn Frauen machen etwas für das und es kann nur 15 Kilo sein, ist auf jeden Fall Wechselsituation zu positiv Situation. Endokrinologische Erkrankungen nur schnell. Ich muss sagen, es ist nicht selten. Sehr oft Patienten haben die Name sogenannte Hashimoto, so Autoimmunität, Entzündung von Schilddrüse.
Für uns die Antikörper sind keine Studien, welche zeigen, dass Antikörper gegen Schilddrüse sind embryotoxisch. Nein, aber die Situation mit Funktion Schilddrüse wechselt ganz schnell. So für uns ist es sehr sehr wichtig, wenn wir kontrollieren und optimal jede 3-4 Monaten die Funktion von Eierstock und kontrollieren, ob es ist nicht Hypo, also Unterfunktion oder Überfunktion. Das ist für uns wichtig. So gute Kompensation von Schilddrüse, es ist für Schwangerschaft sehr, sehr wichtig. Gesund Kind und auch für Chancen. Prolaktin, Hyperprolaktinämie, so hohe Konzentration von Prolaktin im Körper, es ist auch wichtig. Auch kann sein, dass es, wir können sehr höher, auch die niedrige Chancen für Schwangerschaft, auch höher Risiko von Fehlgeburten. Und wenn wir machen diese Diagnose, sehr oft, die, es ist auch Indikation für magnetische Resonanz und Ausschluss von Mikroprolaktinon in Hypophyse. Und die andere Probleme, wir haben besprochen, ja, für uns ist es wichtig, wenn wir planen Schwangerschaft, dass wir haben gesunde Frau für das. Das ist jetzt die wichtigste. DNA-Fragmentation, ich möchte sagen, sind keine sichere Zusammenhang, dass es kann zusammen mit höherem Risiko von Fehlgeburten sein. Aber Patienten fragen, so was wir können machen. Wir haben Möglichkeiten und wir empfehlen, machen spezielle Auswahlmethoden für Spermien. Wir haben, ich glaube, die modernste, die Namen sind Microfluid Chips und wir können die beste Spermien für Befruchtung finden. Das ist nicht konkrete Therapie gegen DNA-Fragmentation, aber auf jeden Fall, wir können die beste Spermien für Befruchtung und für ICSI. Und das ist unser Team, wie ich habe das beschrieben. Ich möchte sagen, dass wir machen ca. 1200 Zyklen jährlich und ca. 20% der Patienten kommen von Deutschland. Und ich möchte Sie einladen zu unserer Prag-Fertilität, welche sind im Dezember, dass wir möchten Sie persönlich treffen und wir können eventuell helfen mit, hoffe, nächsten Schritte in Therapie und hoffe zu erfolgreichem Ende mit Kind.